wir sind ja auf Dekanatsebene schon ganz schön unterwegs. Da fährt man auch schon mal 80 Kilometer hin und zurück. Und das für 2 Stunden. Aber wir machen es gerne. Es ist uns wichtig, dass wir uns gegenseitig besuchen. Guten Tag, Frau Müller. Grüße Sie. Herzlich willkommen, gell? Schön, dass es geklappt hat. Jawohl. Ja. Wie geht es Ihnen? Also nach diesem Verlust von meinem Mann damals. Die Kirche im Dorf muss sich bewegen, findet Dekanatsreferent Norbert Albert. Das Land ist einsam, auch wenn die Pendlerströme oder auch die Dorffolklore mit Gemeindefesten täuschen. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Es ist wichtig, dass wir als Seelsorger und Seelsorgerinnen, dass wir Räume schaffen, in denen die Menschen vorkommen. Auch geistliche Räume, wie zum Beispiel bei uns im Kloster Engeltal, dort wo Menschen zusammenkommen können. Oder in einer Dorfkirche, wie zum Beispiel in St. Anna in der Wetterau. Das Projekt Kunst in Kirchen ist ein niedrigschwelliges Angebot und zeigt, dass wir hier vor Ort in der Kirche Kunst anbieten können, aber auch Menschen wieder in die Kirchen kommen können, die sonst nichts mehr mit der Kirche zu tun hatten, hier die Stimmung wieder spüren können, die Ruhe und vielleicht sogar auch ein Gespräch führen können. Schön, dass Sie da sind heute. Wir haben Besuch, sind Gäste da. In Rheinhessen in Erbes-Büdesheim gibt es ein Demenzcafé. Einmal wöchentlich will dieses Projekt die Demenzkranken fördern und die Angehörigen entlasten. Das ist die katholische Kirche. Stimmt, in den Zirbel. Genau, mit dem Zirbelturm, gell? Mhm. War das früher so? Stimmt das auch? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Gucken Sie mal. Das Demenzcafé ist eine doppelte Seelsorge, so Ruth Daub. Um den Angehörigen ein wenig Freiraum zu geben, ja, dass sie sich um sich selbst mal kümmern können. Und dann möchte ich, dass die Gäste sich in der Gemeinschaft hier bei uns wohlfühlen, dass sie integriert werden hier in der Gemeinde in Erbes-Büdesheim und hier bei uns. Und weil es damit nochmal deutlich wird, dass das ja auch ein ganz wichtiger Teil unseres Auftrages als Kirche ist, dass wir für Menschen da sind vor Ort, eben auch für ältere, für kranke Menschen und hier auch mithelfen können, Dienst zu leisten. Verpasst, jetzt kommt er erst in 2 Stunden. Ja, hallo, ich hoffe, Sie mussten nicht so lange warten und ich bin nicht so spät. Vielen lieben Dank dafür. Ja, kein Problem. Würden Sie bitte als Patin mal schildern, wie so die Patenschaft abläuft und was Sie als Patin leisten können in der Familie? Genau, also ich würde regelmäßig in die Familie kommen. Da würden wir vorher Termine ausmachen, Sie hätten aber... Das Leben soll dort sein, wo die Menschen sind, damit die Menschen nicht dem Leben hinterherziehen müssen. Junge Familien und Mütter sollen sich auf dem Land wohlfühlen. Deshalb gibt es das Patinnenprojekt Familien willkommen. Bei manchen Familien und jungen Müttern fehlt das soziale Netz. Das versuchen die Patinnen zu ersetzen, mit hohem persönlichen Engagement, wie eine Patin berichtet. Ja, es sind halt immer relativ weite Wege, die wir zurücklegen müssen als Patin. Und ich bin so eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt. Das Besondere an unserem Projekt Kinder willkommen im Odenwaldkreis ist, dass ehrenamtliche Patinnen geschult werden und in Familien gehen, junge Familien mit jungen Kindern. Die Familien haben etwas davon, denn die Familienpatinnen bieten ein offenes Ohr für die Probleme der jungen Eltern. Und für die Patinnen andererseits ist das wieder eine sehr sinnstiftende Tätigkeit.
Im Odenwaldkreis wird man noch gesehen, das soziale Miteinander funktioniert oft noch ganz gut. Die Kehrseite davon ist aber, dass es auch stärker soziale Kontrolle gibt. Und wer nicht so sehr der sozialen Norm entspricht, hat es hier oft schwerer. Wir holen die Menschen da ab, wo sie sind. Das bedeutet, dass wir auch Außensprechstunden in Pfarrgemeinden haben oder dass unsere Patinnen die Familien bei sich zu Hause besuchen. Wir helfen damit, dass soziales Leben im Ort lebendiger wird und dass so ein Gedanke an Nachbarschaftshilfe wächst.